Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wünschen euch ja ein schönes neues Jahr 2021. Genau, viel Gesundheit und im neuen Jahr viele schöne Aktionen, die wir 2020 alle nicht machen konnten. Mal schauen. Ja, hoffentlich wird dieses Jahr ein bisschen besser und wir können ein paar Projekte verwirklichen, die wir nicht geschafft haben. Ja, und wir befinden uns heute, Eva, in? In Orschholz im Saarland. Es ist ziemlich kalt, es liegt noch ein bisschen Schnee. Und wir wollen die Traumschleife Klöfahrt gehen. Genau, und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, und auch in 2021 ist natürlich der Wandercomputer wieder dabei. Eva, ein paar Details zur Tour. Es sind 8 Kilometer, nicht ganz so lang, aber ganz angenehm für den Winter, wenn es morgens noch lange dunkel und mittags schon wieder schnell dunkel wird. Und 280 Höhenmeter, auch ganz gut. Ja, und irgendwas zwischen 2 oder 3 Stunden, das war genau. Unklar. Das sind wieder so ein bisschen verschiedene Angaben. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Tour und hier gibt es auch noch viele kleine andere Traumschleifchen, die man auch gehen kann, wenn man mal hier ist, wenn man so eine Tour einfach verlängern will. Ja.
so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. But if your dreams are making it hard to think straight, if you still love me, I can wait, I can wait. And remember this, we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Just lean together. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Ja, nach einem langen Aufstieg werden wir jetzt gleich mit einer super schönen Aussicht belohnt, aber schaut selber. Und die 280 Höhenmeter, die macht man auf einmal, das verteilt sich nicht, das geht genau in 2 Kilometern. Einmal ganz heftig. Genau. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Wanderung. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Eine sehr, sehr schöne Tour, sehr zu empfehlen. Es gibt ja überwiegend nur schöne Traumschleifen, aber die gehört auf jeden Fall zu den schönsten Traumschleifen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, eine sehr schöne Tour. Trittfest sollte man sein, ja, durch die einsetzende Schneeschmelze. Ihr habt gesehen, wo wir gestartet sind, war jede Menge Schnee noch da. Und jetzt ist schon fast alles wieder weg. Leider hat jetzt auch auf den letzten 500 Metern der Regen eingesetzt. Genau. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt hier auf den letzten Metern von euch, damit wir die Kamera wegpacken können, und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!